Amen, Heiliger. Ist der Platz frei? Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Also, was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir auch denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann hier, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Sie würden mir auf der Stelle diese Flasche überziehen, aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, rühren Sie keinen Finger? Das ist nicht mein Land. Oh, haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl! Nicht so laut. Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Ja, und nach diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch. Ich bin der Tenchi hier von Sups Kanal und wir spielen heute, jetzt habe ich den Namen tatsächlich vergessen. Ja, der Saboteur, genau, so sieht's aus. Und ich wollte ursprünglich eigentlich noch ein bisschen was zu dem Spiel sagen, aber wie ihr mich ja kennt, ich möchte mich immer so wenig wie möglich spoilern, bevor ich so ein Spiel anfange, damit ich dann nicht irgendwie zu viel Informationen zufällig erhalte und deswegen... Naja, kenne ich mich immer nicht so aus. Also, aber Kopenhagen geht es halt darum, dass wir diesen schönen Mann da spielen, der sich gerade duckt und seine Schuhe zubindet. Und ja, ich glaube, es geht um Rache. Das hat bestimmt was mit dem Foto zu tun. Im Prinzip sind wir in Paris. Also, ja, in Paris. Und das ist eine frei begehbare Welt. Ich vergleiche es jetzt mal wieder mit GTA, weil das ja einfach so dieses Ding ist, was auch jeder kennt. Und ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg. Das dürfte so eine Zeit im Zweiten Weltkrieg sein. Die Nazis, die Deutschen haben Paris besetzt und wir finden das nicht besonders gut, wie wir ja gerade gesehen haben. So, wir können jetzt hier die ganze Zeit noch ein bisschen rumschauen und uns die nette Dame da noch anschauen, wie sie ein bisschen singt. Das gibt bestimmt Probleme mit YouTube, der wird bestimmt das Lied erkennen. Naja, und hier sind die ganzen scheiß Deutschen. Und wenn ich mich in diesem Let's Play mal über irgendwelche Deutsche oder so lustig mache, ich darf das ja, ich bin ja theoretisch selbst einer. Aber in sich fand ich die Bilder, die ich so gesehen habe, das Spiel ist übrigens, glaube ich, von 2009, wenn ich mich nicht irre. Ich habe übrigens die Nacktheit ausgestellt, also alle Frauen haben um ihre speziellen Plätze an ihren Brüsten haben die jetzt andere Sachen wie Aufkleber und wie man bei der Sängerin gesehen hat, noch solche schönen Anstecker. Einfach aus dem Grund, weil Amerika das nicht so gerne sieht, Brüste und so. Und das wiederum wäre dann schlecht, weil YouTube ja ursprünglich auch amerikanisch ist und da kann dann immer was passieren, das kann man ja nie wissen.
Ja, ansonsten ist der Ton hoffentlich noch nicht zu laut und nicht zu leise. Das werden wir da im ersten Part dann regeln. Ich werde auch mal sehen, wie das ist, weil hier gibt es so eine tolle Verschwimmung. Das verschwimmt so schön, aber das zieht ein bisschen an Leistung. Ich weiß gar nicht, wieso, weil das Spiel ja doch schon etwas älter ist. So, und ich spiele es komplett blind. Ich hoffe, ihr habt es relativ so verstanden, wie ich das ja eigentlich sagen wollte. Und die Stadt bleibt nicht immer schwarz-weiß, aber die Atmosphäre ist echt genial gemacht, finde ich. Also gerade allein in dem Club gerade eben war schon sehr schön. Und ja, jetzt haben wir halt die Stadt. So wie ich mir sagen lassen habe, oder was ich halt gelesen habe, weil ich habe mich ein kleines bisschen, habe ich ja halt geguckt, bevor ich das spiele, bleiben die Städte nicht immer schwarz-weiß, sondern die werden auch bunt, wenn man sie dann sozusagen von den Nazis befreit hat oder so. Aber an sich habe ich echt mal wieder Lust gehabt, so ein Story-Spiel zu spielen und deswegen muss das einfach mal her. So, und dann fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Tutorial-Level und ja, klicke und halte Zukunftflex fest. Mein Blick auf Song, also Zirkumflex sollte eigentlich das hier sein, aber da kommt irgendwie nur sowas. Ach, Schmuggelgut. Ach, der dreht sich dann dahin. Ah, so, Schmuggelgut heißt die Mission. Na, dann gehen wir da mal hin. Aber ich finde es echt eine schöne Atmosphäre. Ich hoffe nur, dass das mit dem Sound hinhaut, weil das dröhnt mich alle wieder total in den Kopfhörer, dröhnt mich das hier rein, aber naja. So, ich bin übrigens, ich möchte das Spiel auch spielen wegen der Geschichte, deswegen werde ich ja nicht durchrennen wie ein Bekloppter. Ich werde aber auch nicht die ganzen Nebenmissionen und so machen, weil wenn das eine Open World ist, was man ja schon an der Karte da erkennt, kann man hier Karte drücken mit M? Nein, kann man nicht. Obwohl es ein Open World ist, werde ich nicht alle Nebenmissionen machen. Ich würde schön die Hauptstory schon schön durchspielen, weil das hat ja, das ist immer gut, wenn sowas auch ein Ende hat. So. Dann gucken wir mal. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel. Bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Aber nur, wenn es Deutsche sind. Franzosen möchte ich nicht angreifen. So, das heißt also, wir möchten etwas hochgehen lassen. Sehr schön. So, dann steigen wir da mal ein. Und dann fahren wir mal. Ich finde es echt schön, dass es in deutscher Synchronisation hat. Also, dass man hier nicht extra auf die ganze Zeit Englisch hört. Wo müssen wir hin? Ich habe genau deswegen. Nachschublager entdeckt. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Ja, genau deswegen. Das hat mich bei GTA. Ja, sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Wem scheint es hier zu gefallen? Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Das hat mich nämlich in GTA ein bisschen genervt, dass alles auf Englisch ist. Und wenn ich gefahren bin, habe ich nie verstanden, was die gequatscht haben, weil ich dann nicht lesen konnte. Und wenn ich nicht lesen kann, dann bin ich ziemlich am Arsch, was sowas angeht. Und mein Englisch ist dann nicht so gut, dass ich das raushören kann. Miau. So, da ist ein Deutscher, seht ihr das? Hier, da. Oder Deutsch, der Deutsche. Solange die halt weiß sind, beobachten die uns nicht oder merken uns nicht. Wenn das dann aber gelb oder grün wird, ich weiß gerade nicht, dann haben die uns schon aufmerksam, sind die dann schon aufmerksam auf uns. Und bei rot, wenn die so rot leuchten, dann greifen die uns an. Und ich schreie teilweise, weil es echt noch echt laut ist, so in meinen Kopfhörern. Oh, das sind Deutsche. Bleib ich lieber stehen. Die sind nämlich ganz schön frech. Und dann fahren wir mal. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Übrigens kann ich gar kein Französisch, gar kein. Und deswegen nimmst du nicht übel, wenn ich hier ab und zu was nicht verstehe oder was falsch ausspreche. Aussprache ist ja sowieso so ein Ding. So, wir sind da. Das Lager ist am Ende dieser Gasse. Gehen wir. Okay. Sehen Sie sich diese rückgratlosen Hunde an. Ich ertrage das nicht mehr. Wow, langsam, Mann. Holen wir uns einfach, weshalb wir hier sind. Es beste Vorrede, Merd. Scheiße, und los. Das Merd habe ich verstanden. So, darf ich auch mit raus, ja? Danke, dann holen wir uns jetzt mal die Kanoven. Dumm, bam, bam. So, mit F konnte ich, glaube ich, irgendwie... Ah ja, so, und jetzt mit V kann ich, glaube ich, kicken. Ja, stirb, du! Nicht jetzt, gehen wir. Oh Mann, ist das fies, ey. Auf die irische Tour, Vergünstigung freigeschaltet. Escape für Details, da schauen wir mal schnell nach. So, auf die irische Tour, Ziel, schlage 2 deutsche K.O. Ja, habe ich gemacht.
Heimacker-Angriff freigeschaltet. Ah, cool. So, ach ja, das ist die Verdachtszone. Da unten im Fenster haben wir eine Verdachtszone. Da müssen wir wahrscheinlich draußen bleiben. Gut, was möchte der denn jetzt? Triff dich mit ihm. Die Kisten sind da oben, aber wir müssen vorsichtig sein. Das Lager ist Sperrgebiet. Okay. Oh ja, etwa so vorsichtig wie vorhin in der Gasse. Ich habe die Beherrschung verloren. Passiert nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich habe meine warme Bar nicht verlassen, um mir den Kopf wegschießen zu lassen. Wenn Sie uns in der Nähe der Kisten sehen, schlagen die Deutschen sofort Alarm. Dann müssen wir eben erst den Wachposten erledigen. Ja, ich denke, Sie können an dem Gebäude problemlos nach oben klettern. Ja, ist auch eine Leiter dran. Bringen Sie diesen deutschen Uhrensohn einfach vom Dach. Ich rücke einstweilen am Boden vor. Kriegen Sie das hin? Können Hunde bellen? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Das heißt ja. Das ist so geil. Hurensohn! Ja, das Spiel soll, glaube ich, auch ein bisschen so mit Schleichen sein. Also nicht nur rumballern, sondern dass man auch mal etwas schleichen muss. So, wo ist denn jetzt die Leiter, die ich da gesehen hatte? Da hoch muss ich jetzt. Soll ich da von der anderen Seite hoch oder von hier? Na, von hier komme ich ja gar nicht da hoch. Da hätte ich wohl besser aufpassen sollen. Da muss ich wahrscheinlich von draußen hoch. Oder? Von außen? Ich versuche es einfach mal. Rennen wir einfach mal ein bisschen lang. Mit Shift kann man anscheinend rennen. Und ich finde einfach, also es hat irgendwas. Also es hat ein schönes Flair. Wobei ich bei meinen Testaufnahmen, da sind die Leute eigentlich, als es geregnet hat, sind die rumgelaufen, als würden sie frieren und sowas. Aber das scheint denen jetzt gar nicht mehr auszumachen. Naja, was soll's. So, schauen wir mal. Paris, die Stadt der Liebe. Ah, da, hier, guckt mal. Also ich finde das schon recht, ja, atmosphärisch, wenn das alle so machen würden und nicht der Typ, der da mit seinem Regenschirm rumläuft. Was hat denn der einen? So, da klettern wir jetzt heimlich hoch, oder? Da vor uns war da eine Leiter, aber ich guck mal, ob ich hier hochklettern kann. Das leuchtet so. Nein, da kann ich gar nichts machen, okay. Dann laufe ich mal noch weiter rum. Oder bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, weniger quatschen, mehr rausfinden. Hier auch keine Leiter. Ich wollte mit auf der Straße rumlaufen. Aber ich kann ja hier irgendwo reinlaufen. Ah, ich bin einmal rumgelaufen. Oh Mann. Sag mal, ich habe echt die Leiter von uns nicht gesehen, wo der gesagt hat, hier, passt auf, da, die Leiter kannst du hochklettern. Da habe ich nicht aufgepasst, wo das genau war. Aber es muss doch irgendwo draußen gewesen sein. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich komme hier auch nirgendwo rein, oder? Nein. Da bin ich jetzt gleich nochmal komplett rumgelaufen. Sag mal, in der ersten, also, und da, meine Damen und Herren, mache ich meinen Ruf wieder alle Ehre. Vielleicht muss ich hier reingehen, da ist auch Sperrgebiet. Aber da ist zum Beispiel... Helfen Sie mir, Ihre! Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Alarm schlagen! Ja, aber da komme ich nicht rein, oder soll ich doch von da vorne rein? Mist, der ist ja drin, oder was? Ist der Typ drin? Scheiße, scheiße, scheiße! Ach, der möchte einfach vorne reinlaufen, oder was? Nein, nein! Ich bin so ein Noob! Oh Mann, Scheibenkleister! So, jetzt müssen wir den Alarm auch noch entkommen, ey, weil ich so einen Mist gebaut habe. Jetzt helfen wir uns einen Freund erstmal. Und ich gehe mal da hoch, weil da oben sitzt ja auch noch einer. Der sitzt da vielleicht mit einer Waffe oder so, weiß man ja nicht. So, du Nazi! So! Oh Mann, ey, jetzt bin ich hier oben. Ja, Alarm wird ja trotzdem geschlagen. Wie komme ich jetzt wieder runter, ohne runterzufallen? Okay. Oh, dann kann ich rutschen. Sehr schön. Ja, voll die Action und jetzt. Und der Typ lebt ja immer noch. Was ist hier los? So, sehen wir nach, welche Gastgeschenke die Deutschen mitgebracht haben. Brechen wir die Kisten auf. Okay. Bam! Oh, sehr schön. Dynamit. Ah, noch mehr Dynamit. Dieser Sprengstoff ist perfekt, aber halten Sie mindestens eine Ladung für das Benzinlager zurück. Zurück zum Auto. Kein Problem. Komm, das machen wir. Puh. Ja, da hat man wieder mal gesehen, dass ich ein richtiger Noob bin. Aber es wird mir nicht nochmal passieren, sowas. Ich dachte ja, das ist wirklich eine Schleichmission, oder wollte ich einfach nur das mal reinrennen. So, ich muss jetzt mal aus dem roten Kreis hier rausfahren. Wie fühlen Sie sich, Ihre? Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. So. Die meisten Männer wären jetzt ziemlich nervös. Sagen Sie, mein Freund, was haben Sie in Irland gemacht, bevor Sie in mein Land kamen?
Ich war Mechaniker, aber ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Mechaniker? Ne? Der Widerstand könnte einen guten Mechaniker brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es in Paris einen Widerstand gibt. Das ändert sich gerade. Nach heute Nacht haben die Deutschen einen neuen Feind. Oh. Oh, das hört sich gut an. So, das wird jetzt erdeuten. Wir machen jetzt einen Widerstand gegen diese Nazis. Ich nenne die einfach mal so. Oh, da sind Deutsche. Hallo Deutsche, wir sind eure Freunde. Was, die wollen die Reichsmark einführen? Die Spinder. Diese dreckige Mark, die so hässlich aussieht. Abendblatt, oh Mann. ich wollte gerade auf irgendwas noch sagen, aber da habe ich es wieder vergessen. Tut mir leid. Aber Atmosphäre schon sehr schön. Es erinnert mich so ein bisschen, also ne, erinnert mich nicht wirklich, aber oh, Mafia war ja auch so ein schönes Spiel, so ein atmosphärischeres Spiel, wobei die Aufgaben ein bisschen, naja, nicht so prickelnd waren. So, schauen wir mal, was jetzt abgeht. Das Depot ist gleich davon. Wir müssen sie ablenken, um durch das Tor zu kommen. Die Deutschen haben Befehl, Schüssen oder Explosionen sofort nachzugehen. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Okay. 10 Pfund Sprengstoff in diesem Laster müssten eigentlich reichen. Ach, 10 Pfund. Ja, klingt gut. Klettern Sie zuerst auf das Gebäude dort. Wenn Sie auf dem Dach sind, ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis der Laster explodiert. Danach überqueren Sie an dieser Telefonleitung die Straße und dringen in das Depot ein. Solange die Soldaten abgelenkt sind, haben Sie Zeit, am Primärtank einen Sprengsatz anzubringen. Alter, das hat ja... Wir treffen uns am Tor, wenn's erledigt ist. Das hat er bestimmt schon lange geplant. Bestimmt sehr lange geplant. Krass. So. Platz des Fahrers einnehmen. Ach so, Platz des Fahrers einnehmen. Ich dachte, platziere irgendwas. So, wir sollen... Ah, okay. Er macht den Sprengstoff und wir klettern jetzt da hoch. Wie kommen wir da hoch? Ich gehe mal kurz hier. Das sieht aus, ob man hier rein kann. Nein. Das ist nicht so witzig, hier irgendwo hochklettern, aber... Ja, wie... Klettern Sie das Gebäude hoch. Ich versuch's nochmal von der Seite. Ist überhaupt nicht auffällig, wenn ich hier rumrenne wie so ein Bekloppter. Muss man da irgendwo hochklettern können. Ah, hier geht's hier rein. Nee, was ist da? Ein Schaufenster. Ah, hier geht's rein, oder? Hier kann man da bestimmt rein. Ja, ist schön. Na gut, finden wir jetzt auch nicht gerade viel. Sag mal. Klettern Sie auf das Gebäude hoch. Das hätten Sie auch ein bisschen besser machen können, irgendwie. Ach, ich bin doch ein ganz schöner Kacknoob, nicht wahr? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich denn jetzt schon wieder so abkacken? Klettern Sie auf das Gebäude hoch. Da muss doch hier irgendwo ganz leicht zum Klettern sein. Ich gehe einfach mal dahin, wo diese Nadel ist, wenn ich überhaupt dahin komme. Weil da ist ja ein Innenhof eigentlich, aber wie komme ich da hin zu diesem Innenhof? Kann man Türen aufmachen? Nicht, dass man hier Türen aufmachen kann. Na. So, da soll ich jetzt hoch, ja. Okay. Kein Problem. Wir gehen hier einfach rein. Nein, tun wir nicht. So, da hinten sind ja... Hä? Sag mal. Aber das ist jetzt schon ein bisschen frustrierend. Ah, man kann doch hier hochklettern. Oh. Hätte ich doch das eine Mal hochklettern können. Ich hätte dann irgendwie springen müssen und dann E drücken anscheinend. So, wie komme ich jetzt darüber? Ah. Oh. Oh, da ist ein... Oh, haben die mich bemerkt oder wie? Hä? Was ist denn das für ein komischer Balken, der sich auffüllt? Bin ich dann entdeckt oder wie? Auf jeden Fall muss ich irgendwie darüber kommen. Okay, darunter ist ein bisschen doof. Tja. Ja, lass los. Was machst denn du Assassin's Creed-Typ? Das gibt's ja gar nicht. So eine Aufruhr. Ach, verdammt. Also, das muss ich irgendwie noch lernen, wie das funktioniert hier. Oh nein, Mann. Ah, ich dachte ja schon, dass es irgendwie vielleicht sowas wie ein Tutorial-Level geben würde, aber nein, tut's nicht. Oh mein Gott. Puh, hier bin ich erstmal in Sicherheit. Ich
Ich muss jetzt aber irgendwie erstmal hier wieder weg. Vielleicht hätte ich ja auch bei Balkone und sowas hochklettern können, wenn der schon so klettern kann. Das? Ja, ich glaube, das müssen wir einfach nochmal angehen und... Ah, man kann tatsächlich so die Häuser hochklettern? Oh. Okay, cool zu wissen fürs nächste Mal. Jetzt kann ich jetzt nicht irgendwie abspringen? So. Das werden wir das nächste Mal nochmal angehen. Ich glaube, ich werde mich jetzt erschießen lassen und werde es dann einfach nochmal laden. Und dann, das sehen wir uns im nächsten Part dann wieder. Also erschießen lassen dauert eine Weile. Komm, haben wir noch ein bisschen Spaß. Komm, ich brauche die Pistole. Nein. Oh mein Gott, ihr Nazis, lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, da schießt noch irgendwer einer auf mich. Von da oben. Scheiße. Oh Mann, wie kann ich in der ersten Mission so abkacken? Aber ich wusste nicht, dass man, das ist ja geil, dass man ja wirklich Häuser auch hochklettern kann. Dann ist es ja krass, es ist ja dann wie Assassin's Creed und so, nur dass man durch ganz Paris schlendert. Coole Sache, da freuen wir uns schon im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wir sehen uns dann im nächsten Mal mit mir, dem Tenchi hier von Sidus Kanal. Tschüssi!